Sozialistische Grüße zu einer neuen Folge Workers and Resources. Es geht so langsam voran. Unser Dnipro-Flat ist bald voll. Ja, wobei, es sind noch 200 Plätze. Man darf nicht, ja, es sind ja fast 600. Nicht nur 500, es sind fast 600. Aber wir haben kaum Arbeitslose so. Und ich habe immer wieder Probleme, dass meine Züge hier zu lange warten. Aber jetzt fährt er dann auch doch wieder selber. Gut, er musste jetzt hier so lange warten, weil die ja zu blöd sind oder aufgrund von irgendeinem Fehler von mir, den ich nicht nachvollziehen kann, nicht in dieses Gleis einfahren. Ich weiß es wirklich nicht, warum. Weil die kommen von hier. Das ist dasselbe für die. Und du checkst jetzt und hier ist ein Zug. Okay, und ihr beide, ihr geht euch schon wieder auf den Füßen rum, warum auch immer, obwohl hier ja eine Kreuzweiche ist und ihr euch eigentlich aus dem Weg gehen könntet. Ja, das macht auf jeden Fall keinen Sinn, dass die Züge hier immer nur auf der von hier aus gesehen linken Seite einfahren. Nie auf der rechten Seite. Außer hier ist irgendein Fehler im System und ich glaube, ich habe den Fehler soeben entdeckt. Natürlich. Okay, oh Gott. Und ich wundere mich, hier ist kein Strom verlegt auf der Seite. Der Strom hört hier auf. Auf der Seite ist kein Strom verlegt. Manchmal sind die Lösungen so einfach. Ich mache da ewig an meiner Schaltung rum. Dabei liegt das daran, dass hier gar kein Strom verlegt ist. Ja, so ist es halt. Ja, warum jetzt hier die Schiene komplett weg ist, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Das macht jetzt mal gar keinen Sinn. Gibt es hier noch ein Ministück, was man bauen muss? Ja, hier gibt es noch ein Ministück, das gebaut werden muss. Und das fliegt jetzt auch komplett raus. Also das muss ich jetzt nicht ganz verstehen, warum das jetzt komplett wieder in die Baustelle übergegangen ist. Aber ist so, Moment, das muss ich. Jetzt muss ich das auch noch manuell zuweisen, oder wie? Warum denn das? Natürlich hier ein bisschen blöd. Jetzt fährt er nämlich hier geradeaus, um sich umzudrehen, um in diese Richtung zu fahren und zu bauen. Soll das bitte schnell bauen, ja. Der ist natürlich schon beschäftigt. Okay, der baut jetzt hier, das ist auch nicht so schlecht ist. Aber ihr könnt von mir aus dahin fahren. Ja, ansonsten, Kraftwerk ist jetzt mittlerweile fertig. Okay, läuft auch soweit. Ich werde auch dafür sorgen, dass selbiges Kraftwerk immer besetzt wird. Als Priorität. Denn dann muss ich nicht mehr so viel selber machen. Ja, so viel einkaufen. Auch wenn das jetzt nun wirklich kein Preistreiber ist. So, neuer Traktor ist verfügbar. Ansonsten, Zugbaustelle läuft. Hier sind wir bei 40%. Nur, dass ich das hier eigentlich nicht mehr brauche, weil ich das hier gar nicht mehr bauen muss. Hätte ich die Brücke auch nicht mehr gebraucht. Die war allerdings schon begonnen. Deswegen lasse ich es jetzt mal fertig bauen. Ich habe einen dritten Zug gekauft. Die Dinger sind schweineteuer geworden. Mittlerweile kostet. Also den Class 150 gibt es nicht mehr. Ich habe jetzt hier so eingekauft. Die elektrische Lokomotive Typ 163. Das Ding hat auch 250.000 Rubel oder sowas gekostet. Weshalb mein Geld jetzt auch schon wieder ziemlich geschwunden ist. Aber wenn man sieht, was wir hier jeden Monat. Also wir verkaufen nicht mehr ganz so viel. Und wenn ich gucke, was wir einkaufen.
Stahl. Und wenn wir jetzt in diesen Monat, in den aktuellen Monat gehen, haben wir von 184.000 Rubel Stahl eigentlich auf 223 Tonnen schon. Die Elektronik ist extrem teuer mittlerweile. Flüssigdünger ist es eigentlich auch so langsam mal ein Ding, worüber ich nachdenken sollte. Hier steht ja schon alles. Ich könnte es eigentlich bauen. Der Punkt ist nur, das kostet wieder Arbeitskräfte. Aber besser wie den ganzen Flüssigdünger mal einzukaufen. Das ist ja nicht so, dass ich gerade keine Baustellen am Laufen habe, aber komm, ich baue es. Baue es einfach. So, hier wartet mal wieder ein Zug zu lange. Gut, das ist jetzt klar. Die stehen sich natürlich jetzt kolossal im Weg rum. Also musst du jetzt weggehen, bis die Baustelle hier fertig ist. Und hier kommt jetzt ein Zug, der hier wartet, und der steht auch im Weg rum. Der macht nämlich die Baustelle jetzt hier vorne. Ich hoffe, der fährt dann geradeaus durch, macht das fertig. Dann können die Züge wenigstens wieder so rumfahren und das hier wird dann ein kleines bisschen länger dauern. Dann habe ich da den Strom vergessen hier. Echt komisch. Das Problem ist, der baut jetzt zwar, aber hört ja dann auf, weil ich das ja nicht so... Das ist jetzt der Nachteil von dem, wenn man direkt elektrisch baut, weil jetzt fährt er eben zurück. Weil jetzt ist elektrische Hohl anstatt, dass sie jetzt durchgefahren wäre. Aber das stand ja schon. Hier war ja schon Betongleis. Und hier ist ein riesen Stau. Was du? Ah, du verkaufst Bauschutt für grandiose 16 Rubel pro Stück. Pro Tonne. Ne, insgesamt waren es 16 Rubel. Und du verkaufst auch. Ist fast voll. Kriegst immerhin 36 Rubel. Wahnsinn. Dafür zur Grenze zu fahren. Hier, der hier lohnt sich. Hier kriegen wir 44.000 Rubel. Das lohnt sich. Schaut es denn hier oben aus? Wie weit sind wir gekommen? Okay, die Überführung ist fertig, weshalb hier jetzt auch weitergebaut wird. Hier nach unten hin ist zum Sägewerk fertig geworden. Und sonst haben sie nicht weitergebaut, nee. Ja gut, das... Läuft so langsam, aber stetig. Aber dieses Riesenrohr, ist das jetzt fertig schon? Ne, ist er auch noch nicht fertig. Wie weit ist denn die Baustelle? Ah, es fehlen nur noch 1110 Tonnen Kies. Da geht mein ganzer Kies hin. Da sind schon über 1000 Tonnen Kies drin verschwunden in dem Rohr. Das hätte ich auch schlauer lösen sollen irgendwie, aber... Das ist hier mit... Keine. Hier muss ich jetzt ständig ein Auge drauf haben, ob nicht irgendjemand stehen bleibt, so wie der hier. Blaue Signale, warum seid ihr blau? KZH kommt wieder. So. Der ist gerade im Tunnel. Die stehen sich schon wieder im Weg rum. Unglaublich. Das Einfachste ist, dem Spiel die Schuld zu geben. Es ist immer wichtig, jemanden zu finden, dem man die Schuld geben kann. Ich weiß, dass ich die Signalschaltung gemacht habe und niemand anders. Trotzdem. Also wir werden hier noch sehr lange brauchen. Also es wird bestimmt noch ein, zwei Jahre dauern, bis hier überhaupt mal jemand einzieht. Ich habe es, glaube ich, nicht in der letzten Folge, sondern im Stream gesagt, es bringt mir nichts, wenn ich hier oben jetzt zum Beispiel ein Baubüro hinsetze. Weil das Baubüro, okay, es würde dann was bringen, wenn ich dem Baubüro dann sage, komm, hol alles, was du brauchst an der Grenze und würde direkt zur Grenze fahren, dann hätten sie die kürzeren Wege. Wenn ich denen aber sage, holt euer Zeug hier, dann haben die natürlich extrem weite, kurze Wege zur Baustelle, aber extrem weite Wege zu den Rohstoffen. Lassen das jetzt mal so. Oh, der ist mit dem hier jetzt fertig. Aber das hier, das hat jetzt noch keiner. Ja, aber der verkauft gerade, jawohl. Bringen wir wieder ordentlich Geld rein, das ist auch gut.
Jetzt muss nur noch das Schüttel hier gebaut werden und dann sollen wir mal bitte das hier reißen, damit ich das hier neu machen kann, das ein bisschen tiefer setzen kann, um dann hier die Verbindung hinzumachen. So, die Werkstatt hier könnte man auch noch. Also schon noch nicht mal, dann wäre die Baustelle erledigt. Hier soll ich mir auch noch was reinbauen. Hier noch irgendwie ein schönes Wohnhaus. Das können wir auch noch kurz gucken. Aber hier kommt immer kein nochmal. Noch ein zweiter Pro-Flat mache ich dann nicht rein. Jetzt mit. Nehmen soll. Zwei davon. Ich nehme zwei davon. Und wir bauen hier auch gleich die schönen Fußwege, deswegen habe ich es nicht automatisch verbunden. Und damit dürfte ich eigentlich jetzt, denke ich mal, am Ende genügend Arbeiter haben, um hier alles zu bedienen. So, hier wartet schon wieder ein Zug zu lange. Der wartet, weil die hier alle warten. Und der wartet, weil... Ist hier einer? Nee, hier ist doch gar keiner. Hä? Der hat grün, warum fährt er nicht? Er hat doch grün. Beziehungsweise er hatte grün. Warum ist er nicht gefahren? Das habe ich jetzt gerade so auf den ersten Moment nicht verstanden. Das Signal hat grün angezeigt und er ist nicht gefahren. Was tun wir? Du drehst um das zu bauen. Okay, ja, immerhin. Das ist auch endlich mal fertig. Okay, Geld ist auch wieder jede Menge da. Okay, dann läuft jetzt erstmal alles wieder. Wenn das gebaut ist, dann fahren die Züge auch endlich mal auf beiden Seiten ein, ja, und es kaufen sie gleichzeitig ein, so wie jetzt. Dann habe ich da hoffentlich kein Problem mehr. Dann muss ich jetzt hier noch eine Kreuzweiche, sobald das hier abgerissen ist, machen. Wenn es denn mal jemand abreißt. Hier wäre wahrscheinlich eine Kreuzweiche auch nicht so schlecht. Und alles andere müssen wir dann abwarten. Hier unten. Grundsätzlich wurde begonnen. Klar, Kies fehlt, weil Kies zu 99% in mein ewig langes Rohr hier reinfließt. Aber noch nie was gebaut, wo 2000 Tonnen Kies gebraucht hat. Beton ist schon da, Stahl fehlt noch, aber erst in den letzten Bauphasen. Gut, sind ja auch nur 4000 Arbeitstage, ouch. Naja. Aber das hier wird saniert. Der Bau ist diesen Stau. Der Bus hier auf einmal kommen, warum denn das plötzlich? Was soll denn das? Was soll denn das jetzt? Das löst sich nach und nach schon selber auf, aber warum kommen die denn alle auf einmal?
Verstehe ich jetzt nicht. Bossarbeiten beendet. Warten die eigentlich die ganze Zeit? Fahr doch einfach raus. Selbst ein großer Busbahnhof bringt nichts, wenn alle Busse gleichzeitig kommen. Aber warum alle gleichzeitig kommen, das muss jetzt auch keiner verstehen. So, und hier haben wir jetzt mal wieder ein Problem. So, jetzt schaue ich mir das nochmal an. So, also dieser wartet, weil in diesem Sektor, in diesem orangenen Sektor und in dem lila Sektor jemand steht. Und im lila Sektor steht jemand, weil der hier blockiert. Der ist das Problem. So, und jetzt ist der lila Sektor frei. Jetzt fährt der los, okay. Und jetzt fährt der los und dann fährt der los. Der hat eine Beschleunigung drauf. Leck mich am Arsch. Der ist schnell losgefahren. Jetzt fährt der los, ja. Gut, das ist dieser Flaschenhals hier, den ich schon die ganze Zeit habe. Jetzt wird hier blockiert, weil der andere im Tunnel... Nee, hier fährt einer. Okay, ich habe nichts gesagt. Das passt ja soweit. Wie läuft das jetzt alles? Wie schaut es aus? 1% arbeitslos. Habe jetzt echt nur noch 17 gefangen, ne? Ne, 36. Achso, 17, die nicht arbeiten können. Gut, und hier läuft immer noch der Ausbau. Gut, die 419 Tonnen Ziegel, die kommen ja erst noch, um Gottes Willen. Laufen auch sehr viele Leute freiwillig auf die Baustelle. Muss ich auch runterschrauben. Die fehlen woanders, die Arbeiter. 10 dürfen. Gut. Ansonsten, wir haben hier eine Baustelle. Wir haben, die Baustellen sind gestoppt. Die Zugbaustelle läuft. Das hier ist jetzt hoffentlich endlich so, dass jetzt könnte ich das ja... Ja, genau. Okay, der will hier nur umdrehen, weil er ja doof ist. Weil der ja doof ist und auf die Seite nicht kommt, weil er nämlich nicht... Weil er nämlich in dieser Kreuzweiche hier sich nicht dazu entscheidet, weil er sich an der Kreuzweiche nicht entscheidet, über die obere Spur zu fahren, wo er dann locker auf diese Spur kommen würde, um hier rüber zu fahren, sondern er entscheidet sich dafür, auf der unteren Spur zu bleiben, um dann hier anzuhalten, um so rum dann drauf zu fahren. Das muss ich jetzt auch nicht immer verstehen. Okay, wie läuft's hier? Wird jetzt erstmal nicht gebaut, aber hier oben geht's. Einigermaßen voran, ja. Also sollte ich hier nicht vielleicht noch einen Bau anbauen. Allerdings hat das ja erstmal dann auch keinen Strom. Demzufolge auch nicht versorgt werden. Zwecks Treibstoff, da müssen die Fahrzeuge extrem weit zum Treibstoff holen fahren.
So, wer wartet jetzt aus welchem Grund? Er soll den Sektor checken. Der Sektor ist leer. Hier muss ich übrigens so eine Kreuzweiche bauen. Ich baue das aber jetzt trotzdem auch gleich so. Da unten noch mal kurz zu. Ich muss das nur kurz dem Bauamt zuweisen. So, also der wartet jetzt, beziehungsweise der hat gelb. Warum hat der gelb? Er soll an der Ding eigentlich nur checken, ist diese Seite frei. Also ist das Orangen hier frei. Das Orangen ist frei. Deswegen verstehe ich nicht, warum er nicht fährt. Wenn er hier hochfahren will, ist das, muss er checken, ist das Lilane frei. Okay, das Lilane ist frei. Aber er wartet auf den hier, der jetzt erst zurückkommt. Weil er eventuell nur deshalb gelb hat, weil der auf den wartet, weil er genau dahin will. Okay, jetzt kann der natürlich nicht drehen, ja. An der Stelle stimmt's, weil ich diese Kreuzweiche nicht habe. Also einige dieser Signale, ich weiß es, ich wiederhole mich auch, aber in dem Fall muss ich mich einfach wiederholen. Sagen wir mal, einige, ich sag jetzt mal, 75% der Signale funktionieren nicht, weil ich sie zu dem nicht gesetzt habe. Aber 25% sind einfach nicht nachvollziehbar, warum die manchmal halten und warum nicht. Ich meine, das war wiederum mein Fehler hier, vergessen Stromleitung zu bauen. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Ist allerdings auch manchmal schwer zu sehen, weil die Leitungen nämlich ab hier eigentlich nicht mehr erkennbar sind. Da kann man es nur an den Pfosten erkennen. Sobald man auf dieser Höhe ist, sieht man es gar nicht mehr, ob hier Strom gebaut ist. Das ist jetzt kein Vorwurf ans Spiel. Das muss man ja irgendwann mal wegnehmen, damit hier nicht unendlich Detailgrad herrscht. Aber das ist einfach eine Erklärung dafür, wie sowas zustande kommt, weshalb ich auch nicht gesehen habe, dass hier kein Strom ist. Aber hier war halt auch komischerweise, und das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, hier ist dieses Signal, dass der Strom fehlt. Normalerweise ist ja so ein hier genau sowas da. Der war nicht da an der Stelle. Das wundert mich. Wobei, nee, das kommt, glaube ich, nur... Ach ja, das kommt nur, wenn man elektrisch gebaut hat und es noch nicht gebaut ist. Ja, dann kommen die Zeichen. Okay, nee, dann ist das auch wiederum... Ja, auf jeden Fall. Das ist die Erklärung, weil man es halt auch von dieser Sicht hier einfach nicht sieht, dass hier kein Strom ist. Ansonsten... Sag mal, 70% meiner Signale funktionieren ja. Und ich glaube, es funktioniert zu... Ich bin hier gerade schön in den Prozentzahlen, aber ich sag mal, es würde zu 95%, wenn nicht sogar höher, keine Probleme geben, wenn die Bauzüge nicht fahren. Also wenn meine Sheet mal stehen und auf den regulären Routen, wo mein Verteilerbüro unterwegs ist, wenn da keine Bauzüge mehr fahren, dann gibt es, glaube ich, so gut wie gar keine Probleme, weil die einzigen, oder ja, fast alle Probleme entstehen dadurch, dass die Bauzüge nicht korrekt fahren, beziehungsweise die im Weg rumstehen. Soll ich das hier auch starten? Ne, ich warte jetzt mal. Verbrate ja jetzt gerade wieder hier Ressourcen und hier. Also was zu forschen, oder? Da waren wir schon durch. Sieht mit der Loyalität aus. Wir sind bei 66%. Das ist so schön, das steigert dann auch so langsam die Produktivität. Die Nipro-Flats haben noch 140 Plätze frei und dann kommen die noch dazu. Dann sind wir hier bei locker bei über 6000 Leuten. Dann habe ich eigentlich genügend, die arbeiten. Habe ich dann auch genügend hier im Industriegebiet hoffentlich wieder, damit hier und hier auch ordentlich was durchläuft. Hier läuft es auch wieder.
Okay. Hier wird noch saniert. Mechanische Teile. Hier soll ein bisschen mehr Gas gegeben werden. Halbe Million Rubel haben wir wieder. So, der Tank ist fertig geworden. Okay, hier wird nur flüssig. Nein, nur das Lager nicht. Ja, ich weiß, dass kein Flüssigdünger da ist. Nur Flüssigdünger darf hier gelagert werden. Hier sind wir bei 52%. Wenn man nicht so viel Arbeit außerhalb der Baustelle kommen, bitte. Hier fehlt halt auch Stahl. Okay, hier kommt jetzt Stahl. Betonfahrzeuge sind gerade verfügbar. Dann könnte ich mal die Betonmischer habe ich denn hier. Gucken, ist das immer noch der Beste, ja. Hier mal. Ja. 5, 6, 7. Zehn neue Betonmischer, macht mich hier pleite, 250.000 Rubel, aber passt 3 Tonnen mehr Beton rein und sie sind vor allem auch schneller. So, die kommen jetzt alle hier aus dem, genau, die kommen jetzt alle hier rausgefahren. Steht noch einer. So, ein Zug wartet mal wieder zu lang, der wartet jetzt hier. Die warten hier, weil hier wieder Blockade herrscht. Genau. Hab's gewusst. Ich darf man hier erst drüber fahren, wenn das und das hier frei ist. Ich glaube, das könnte eine Lösung sein. Diese Richtung beide Sachen gecheckt werden, der Bereich und der Bereich, wenn die frei sind, dann darf man hier erst drüber fahren. Könnte theoretisch eine Lösung sein. So, jetzt sind wir bei einer knappen halben Stunde angekommen. Ihr seht, es geht so langsam voran. Es gibt immer noch die alten Probleme. Allerdings hier oben. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen oder stetig ernährt sich das Eichhörnchen, wie man will. Hier die zwei Straßen sind. Da fehlt ein bisschen Kies, ein bisschen Stahl. Hier fehlt noch ein bisschen Elektronik. Also wir arbeiten uns so langsam peu à peu vor. Es wird jetzt, ich schätze, dass das bis 87 auf jeden Fall dauert, bis wir da ordentlich was hinkriegen. Allerdings sind die Baufahrzeuge natürlich A, kiesmäßig mit dieser kleinen Baustelle hier noch eine Weile beschäftigt. An die Kieslaster, 700 Tonnen fehlen noch. Und natürlich dann auch mit diesen internen Baustellen hier. Bei den Straßen hier, die Wege sind noch gar nicht fertig, doch hier sind die Wege fertig. Da muss ich dann gerade mal wieder Leute rausnehmen. Das übertreiben sie es. Und natürlich auch hinten das Gefängnis. Wenn die Sachen dann mal fertig sind, dann konzentrieren die sich ein bisschen mehr auf die auf das neue Holzdörfchen da oben. Gut, in diesem Sinne, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.